So, herzlich willkommen bei der Silver Assi Speedrun Abzima Sherpa. Alle sagen immer, Speedruns beim Crawler sind Blödsinn. Nee, sind sie nicht. Weil dann sieht man wirklich, ob der Wagen RTR zu schnell ist oder halt auch nicht. Den Logger zeigt meine Frau mal eben. 0-0. Brauchen wir auch. Und, ja, weil er so furchtbar schnell ist. Wir machen mal Licht an. Oh, haben wir gesehen. Nicht so schnell. So, wir sind bei 7,8. 7,8 km/h. Das Schöne ist ja, der Wagen hat Zweiganggetriebe. Gott, das war Licht aus. Einmal zack, umgestellt. Nehmen wir Anlauf. Atemberaubende Geschwindigkeiten. Vorsicht, fahr nicht gegen die Autos. Im zweiten Gang ist der also schon sehr, sehr schnell. Und der Warnblinker sein. Wir machen das nochmal. Wir waren nämlich heute schon crawlen mit dem Ding, also für euch dann letzte Woche. Da sieht man, wie schön er leuchtet. Ich dachte, du kommst mal zu mir. Ach Männer, ne? Ja, aber habt ihr alle schöne Videos gesehen. So, dann sind wir bei 18,3. Ganz schön schnell für einen Crawler. Ja, also... Ich bin ja schon gefahren mit dem Wagen. Wartet mal das Video ab. Ich werde danach mal ein kleines Tipps und Tricks Video zu dem Auto machen, weil der Wagen ist auch fürs Crawlen viel zu schnell. Ja, man beachte meine schönen Sicherheitsschuhe. Ja, wir haben auch deine schöne Badehose schon gesehen. Alles gut. Das macht nichts. Der ist viel zu schnell. Ich werde mir da mal einen anderen Motor bestellen, wenn ich das alles da habe. Dann gibt es ein kleines Update-Video, wie es weitergeht. Die Räder werde ich andere verwenden. Aber nochmal, grundsätzlich ist der Wagen nicht schlecht. Also das wird man im First Run-Video auch sehen, dass der durchaus etwas kann. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver Assi. Ciao, ciao.